in einer Ausreisergruppe zu fahren, das ist das Einzige, was ich wirklich gut kann. Selbst jetzt lerne ich noch dazu. Ich versuche, das Ausreißen zu perfektionieren und natürlich das Vornbleiben. Aber jedes Rennen ist anders und es ist natürlich hart. Ich versuche, in den ersten 5 Minuten der Attacke am schnellsten zu fahren. Normalerweise reicht das, um erst einmal wegzukommen. Manchmal, wenn sie mich nicht als Ausreißer wollen, muss ich auch schon mal 10 oder 20 Minuten Vollgas geben. Man hat es im Gefühl, ob es der richtige Tag ist. Insbesondere in einem Etappenrennen. Wenn du dich nicht zu müde fühlst und es am Start vielleicht etwas bergauf geht, also wenn es hart für jeden ist. Im letzten Jahr war ich bei 23 Attacken dabei. Da war ich ungefähr 2000 Kilometer lang in Ausreißergruppen. 23 Mal vor dem Feld heißt auch 23 Mal Siegchancen zu haben. All die anderen Male, wenn ich im Hauptfeld war, hatte ich keine Chance. Du verlierst eigentlich öfters, als du gewinnst. Aber die Leute erinnern sich eben eher an deine Siege. Ein Trikot, das ich wirklich gern mal holen möchte, ist das Bergtrikot bei der Tour. Das würde sich wirklich gut in meinem Palmares machen.